Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es hat lang genug geregnet, dass kein Salz mehr auf der Straße ist und es ist trocken und es steht immer noch eine Probefahrt aus. Und zwar mit dem Omagolf. Wir haben da ja letztes Jahr eine neue Kurbelwelle eingebaut, haben das Auto einfach nur in der Garage rübergefahren, das war's. Keine Ahnung, ob unsere Reparatur dort fachgerecht in Ordnung ausgeführt ist, ob nicht doch noch mehr beschädigt war als nur die Kurbelwelle. Ob das Getriebe schaltet, wir haben jetzt wieder normales Getriebe drin. Also normales Getriebe heißt kein Dockgetriebe, sondern ein synchronisiertes Getriebe, schon mit einem anderen Radsatz und mit Sperre und so, aber kein Dockgetriebe mehr. Ja, sind seitdem keinen Meter gefahren und das wollen wir heute mal machen. Das heißt, wir fahren jetzt rüber, holen das Auto, gucken mal, ob er überhaupt anspringt. Ich weiß, der hat auf jeden Fall einen Platten, deswegen habe ich einen kleinen Kompressor mit. Und dann fahren wir mal los. Es kann passieren, Nico, dass du fahren musst, erstmal. Ach, schade. Weil die Software in Anführungsstrichen so daneben ist, dass wir das erstmal rausfahren müssen. Was wir allerdings auf jeden Fall rausfahren müssen, ist die Gear Ratio. Ratio fahren. Heißt die Übersetzung der einzelnen Gänge, damit das Steuergerät wieder über Drehzahl und Geschwindigkeit erkennt, in welchem Gang es ist. So, das brauchen wir nämlich dafür, weil das Auto ja in jedem Gang einen anderen Ladedruck fährt. Also wenn es den falschen Gang hat, beziehungsweise nicht erkennt, in welchem Gang es ist, dann macht er quasi einfach den normalen, ungedrosselten Ladedruck. Weil es ist in dem Fall so, dass er im vierten und fünften Gang das fährt, was er eigentlich soll, und wir die Gänge darunter drosseln. Wenn er jetzt nicht erkennt, dass er in einem Gang darunter ist, fährt er quasi das, was er im vierten und fünften soll. Das heißt, der erste, zweite, dritte Gang wird es einfach nur durchdrehen. Wir wollen ja heute nicht irgendwelche Beschleunigungsorgien oder irgendwas machen. Sondern es geht einfach nur darum, mal zu gucken, fährt das Auto gut, fährt es schlecht, ist er bereit für die Saison. Ja, jetzt erstmal aus dem Wohngebiet das Auto mit der 89 mm Auspuffanlage ziehen. Ah, Oma ist weg. Bisschen staubig, ne? Ja, wie gesagt, wirklich nur reingestellt, fertig. Ja, wie ich befürchtet habe, hier, der ist platter als platt. Eigentlich können wir auch gleich direkt einen Termin beim Aufbereiter machen. Achso, ja, Batterie natürlich leer. Ja, Sicherung, Relais. Normalerweise, das haben wir mit Absicht so gebaut, das ist Lüfter, Benzinpumpen etc. Dass wir jetzt die Sicherung ziehen können und wir könnten jetzt Öldruck aufbauen. Ah, so, jetzt habe ich einen für euch. Wieso? Wir haben den so schnell zusammengebaut, das hier. Naja, hier ist also die 18er. Nee, wirklich einfach nur hier rüber gefahren, brauchten die Garage und los geht's. Wir lassen ihn mal kurz ein bisschen Öldruck aufbauen. Jawohl, Pumpen gehen schon mal. Krass, was der dieses Powerpack an Saft hat, ne? Ja, übel. Wie viel fährt der Motor denn raus? Gefahr bei diesen Ethanolmotoren ist halt leider wirklich immer, dass die Düsen verkleben und man deswegen das Auto nicht anspringt oder gleich nur auf 3, 4, 5, 6 Zylindern läuft, weil einfach eine Düse nicht aufgeht und somit der Brennraum keinen Sprit kriegt. Ich bin immer wieder begeistert von dem Auto. Also man riecht ja das Ethanol sofort, ne? Wie gut der das so mitmacht. Man hört halt mittlerweile so den mechanischen Methyltrieb. Also gerade so beim Gasgeben hört er sich so richtig mechanisch mittlerweile an. Los geht's. Also auf jeden Fall müssen wir gleich erstmal die Frontscheibe ein bisschen sauber machen. Das Standgas müssen wir ihm ein bisschen mehr Duty Cycle geben. Das heißt, die Drosselklappe hat mehr Spielraum, also darf schneller auf und zu gehen und so Leerlauf. Okay. Regeln. Tank ist halb voll, aber wir haben hier auf unserem Kenncheck-Display mit meiner Insta360-Kamera könnt ihr immer wieder alles perfekt sehen. Ja, 14 Volt. Er zeigt sogar tatsächlich zweite Gang an, also kann sein, dass die... Oh. Ja, das Rubbeln ist jetzt gerade, weil... Lambda 078, er ist tatsächlich jetzt gerade viel zu fett. Warum wir so, weshalb auch immer. Ja, also was halt wirklich krank ist, ist bis 2000 Umdrehungen ist dieser Motor einfach nur tot. Mhm. Also nicht ein bisschen tot, sondern so richtig tot. Und jetzt haben wir noch einen ersten Gang bis 80 oder 90.
gerade verzahnt. Wie du das? Also da muss man schon ein bisschen mit fahren lernen oder das Auto wieder ein bisschen alltagstauglicher programmiert bekommen, so würde ich jetzt einfach mal formulieren. Ne? Okay, jetzt gerade läuft auch ein bisschen unrund, denn deswegen ist es nicht ganz so viel. Wir haben noch nicht mal 0,2 Bar Unterdruck im Leerlauf. Das ist fast nichts. Also die Nockenwellen von dem Auto, das sind ja 304 Grad, sind so krass, dass er eigentlich einfach nur durchpfeift. Also er schafft es gar nicht richtig, einen Unterdruck aufzubauen, wenn der Kolben runtergeht, sondern pfeift einfach nur durch. Ich glaube, eine neue Kupplung ist ja, glaube ich, übrigens auch drin. Die müssen wir ein bisschen einfahren. Stell mir gerade vor, du hast dein erstes Date, holst sie ab in dem Auto. Oder wiederum, stell dir vor, dass wir mit dem Auto, so wie es hier steht, halt die 318 gefahren sind. Ja. So, mit der Butze. Von außen siehst du echt nichts. Nee, von außen gar nichts. Vor allem jetzt mit der dreckigen Frontscheibe und all würde man eher sogar denken, was ist das hier, Alter? Ja. Wassertemperaturanzeige geht nicht, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Da dachten auch einige bei den ganzen Videos, Alter, ihr fahrt mit kaltem Motor los. Ja, wir fahren den Motor nie so richtig, richtig warm. Temperaturtechnisch, wir lassen ihn warm laufen, machen ihn dann aus, dass sich alle Temperaturen angleichen. Das heißt, dass der ganze Motor so 50, 60 Grad hat, weil wir starten halt lieber ins Rennen mit ein bisschen weniger Wassertemperatur, um immer ein bisschen Reserve zu haben. Aber da müssen wir irgendwie vergessen haben, mal fürs Kombi-Instrument. Das Kombi-Instrument hat in dem Fall einen eigenen Sensor. Den haben wir irgendwie scheinbar mal nicht drauf gesteckt. Wir müssen allerdings auf jeden Fall als allererstes einmal gleich in die Software reingucken, weil ich könnte mir vorstellen, dass hier gerade noch der Datenstand vom letzten Mal Prüfstand drauf ist, wo wir ihn ja wirklich so richtig ausgemolken haben. Was waren das? 1072? Warte, ja. So, das heißt, wir halten gleich einmal vor der Firma an. Ich schließe einmal den Laptop an. Wir takten ihn mal ein bisschen runter. Und dazu machen wir die Frontscheibe auf jeden Fall mal sauber. Wenn das, was übrigens Klick-Klick die ganze Zeit macht, ist mal eine Schaltunterbrechung. Achso, No-Lift-Shift quasi. Nee, nicht No-Lift-Shift, sondern das Dockgetriebe. Also Dockgetriebe heißt das klauengeschaltete Getriebe, wie ein Motorrad hat. Ja. Da brauchte ich zum Schalten nur eine kleine Lastunterbrechung, wie einen kurzen Drehzahlbegrenzer. Ich musste gar nicht kuppeln. Und das macht der Schalter. Das heißt, ich ziehe hier am Hebel. Der Gang geht ja nicht raus, wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, siehst du ja. Ich kriege ihn ja nicht raus. Das heißt, in dem Moment macht der Hebel Klick. Er unterbricht, ganz kurze Zündung, bam, geht der nächste rein. Because race car. Genau. So, aktuell ist er auch viel zu fett. Das kann allerdings auch sein, dass ich in weiser Voraussicht auf dem Prüfstand die Lambda-Regelung ausgeschaltet hatte im Teillast. Und er aktuell komplett einfach nur nach Kentfeld fährt. Kann natürlich auch sein. Müssen wir auch einmal nachgucken. Ich finde, das ist so richtig deutscher Tuning-Kult. Also jetzt mal wirklich, Golf 3 V6 Turbo. Ja, ist auch. Du siehst von außen nichts, der Wackelkopf, der Hund, der lächelt dich an. Ist auch nach wie vor für mich, ja, was soll ich sagen, ich weiß ja, ihr würdet alle liebend gerne, dass die Autos schneller fertig werden, wir damit mehr unterwegs sind. Ne? Aber ein Auto, wo du über 2 Jahre nichts gemacht hast, außer eine Kurbelwelle zu tauschen, ne? Wo du dich reinsetzt und mit losfährst, also das ist schon eins der Autos hier, wo ich auch definitiv am meisten stolz drauf bin. Wow, weil mit der Optik, mit dem Sound, mit, weißt du, nicht irgendwie die ganze Front zerschnitten, nicht das ganze Auto zerschnitten, sondern schon noch so, wie meine Oma damals mit durch hier gefahren ist. Mhm. Das ist halt einfach so, ne? Also natürlich nicht so, aber noch als Automatik, 10 cm höher und lass mich rechnen, 1000 PS weniger, ist er tatsächlich so mit durch hier gefahren. Ne? Vor allem, du hast keine Vorstellung davon, wie das Ding unter Last klingt. Von außen. Nee, es ist eben eine ganz alte Nummer. Du denkst wirklich, da vorne ist irgendwie so eine Trommel am Start, die hier gleich den ganzen Innenraum fliegt. Ja, da kommen wir nachher drauf. Und was man auch immer nicht vergessen darf, bei diesem Auto ist natürlich nicht 1073 PS, sondern deutlich weniger Leistung eingetragen, aber es ist sonst alles eingetragen. Also das ist für Golf 3 VR6 gibt es so viele Gutachten für Turbo-Umbauten, für Karosseriesteifigkeit. Wir haben ja eine ganz normale Bremse drauf, ein normales Fahrwerk drin. Vollgas. Da merkt man dann halt schon, dass also bei dem Motor haben wir es jetzt wirklich übertrieben, im Hochzüchten. Das ist halt eigentlich ein Rennmotor, ne? Das ist halt ein Rennmotor, der braucht Drehzahl, der braucht Last, aber dafür dann umso richtig. So lange nicht mehr in die EMU-Software geguckt, dass ich mich jetzt selber erstmal ein bisschen reinfuchsen muss. Also, wir wollen jetzt ja erstmal auf alles sicher gehen. Pass auf, als allererstes immer das Wichtigste, Safe Project S, Oma mit Datum. Das heißt, damit gehen wir ins Rennen. Jetzt machen wir als allererstes mal Engine Protection. Da müsste doch eigentlich... Okay, Oil Pressure Cut ist aktiv. Das heißt, wenn der Öldruck abfällt, geht er aus. Das passt schon mal. Dann gehen wir als nächstes auf Ignition.
Rev-Limiter. Drehzahlbegrenzer aktuell ist bei 8,2. Jetzt für unsere Straßenrunde reichen auch 7,8. Ja, wir machen hier wirklich mal auf entspannt. Jetzt gucken wir uns mal zur Sicherheit die Tabelle an. Das ist jetzt hier Zündung. Wir fahren gleich, sagen wir, irgendwo vielleicht mal bei 2 Bar. Bei 2 Bar, das sind 300 kpa, will er so 26 Grad fahren. Das ist vollkommen in Ordnung, da brauchen wir nichts rumspielen. Fuel Tables, Lambda Target. Hier will er jetzt gerade so bei 0,8 fahren. Da machen wir mal alles. So, Lambda-Wert 0,79, passt. Will er jetzt fahren dann auf Last, ne? Mhm. Jetzt gucken wir uns gleich nur noch an, was er in den Gängen machen will. Ah ne, siehst du, Lambda-Regelung ist nämlich erst ab 6000 Umdrehungen aktiv. Das heißt im Leerlauf gerade gar nicht. Deswegen ist er nämlich im Leerlauf auch so fett. Das ist nicht schlimm, das lassen wir auch so. Da passen wir lieber gleich einmal den Leerlauf an. So, aber als letztes wollten wir einmal hier Boost, Gear Scales. So, ja, das ist nämlich das, was ich befürchtet hatte. Hier seht ihr, quasi wie ich erklärt habe, einfach jeder Gang 100%. Und bei 100% will er gerade fahren. Also das Steuergerät ist immer folgendermaßen aufgebaut. Ich gebe Vollgas. In dem Moment fragt er ein Boost Target ab. Das heißt ein Zielladedruck. Dieser Zielladedruck ist aktuell auf 3,26 Bar. Weil das ist das Maximum, was das Steuergerät verarbeiten kann, obwohl wir schon einen externen Sensor haben. Der interne Sensor geht nur bis 3 Bar. Wir haben einen externen Sensor, der kann sogar noch mehr. So, das heißt, wenn er 4,26 Bar kPa, 3,26 Bar fahren will, rutscht er hier in die letzte Spalte und fährt diese Taktung. Und diese Taktung heißt, wir sind auf dem Prüfstand 100% gefahren. Was nicht schlimm ist, war ja auch so gewollt, aber so wollen wir jetzt natürlich nicht auf der Straße fahren. Sondern wir takten jetzt auf der Straße die Gänge mal wirklich radikal runter. Das heißt, wir machen mal erste Gang Dosendruck. Zweite Gang fahren wir einfach mal, ich sag jetzt mal 20%. Das wird nicht so krass sein. Und im dritten Gang fahren wir mal 50%. Und im vierten Gang fahren wir dann einfach mal 80%. 80% sind dann irgendwas so 2,7 Bar oder so. Und dementsprechend sechste Gang auch 80. Dann machen wir 75, wenn wir heute nichts kaputt machen. Genau. Das war es auch schon. Jetzt machen wir ihn an und gucken uns die Leerlauf. So, jetzt seht ihr hier dieses Kreuz. Das ist der Bereich, wo wir gerade fahren. Wir haben unten den Unterdruck und hier die Drehzahl. Und genau in diesem Feld hier fahren wir gerade. Wichtig ist immer, dass man nicht nur einen Bereich anpasst, sondern wenn er da jetzt gerade zu mager ist, da die Kennlinie von dem Motor einigermaßen gleich bleibt, nimmt man sich immer gleich ein paar mehr. So, und jetzt setzen wir den, also ich habe mir jetzt einfach mal einen Bereich markiert, der ist ein bisschen breiter, also ein bisschen höher und tiefer. Und den setzen wir jetzt mal einfach ein bisschen runter, bis er eher so in Richtung 0,95 kommt. Ich habe mir hier einen extra Knopf eingerichtet. Es gibt quasi grob Minus und fein Minus. Und wenn ich hier den doppelten Klick mache, dann habe ich quasi ein fein Minus, dass ich wirklich langsam anpassen kann. So, jetzt sind wir schon bei gleich 0,90. Aber da sieht man mal, wie viel man hier raus muss. Idealer Lambda-Wert sind eigentlich immer um 1. Bei diesen Motoren fährt man tendenziell einen Tucken fetter, weil die Motoren natürlich ein bisschen fetter immer schöner laufen. Ne? Ja, da muss ich echt fast 10% hier rausnehmen. Das ist schon krass. Das kann zum Beispiel an Nockenwellen liegen, dass wir das auf die scharfen Nockenwellen so noch gar nicht abgestimmt hatten. So. Jetzt seht ihr, kann es sein, dass er so ein bisschen springt, weil es liegt einfach daran, dass wenn er von Feld zu Feld springt, wir haben jetzt hier eine Füllung von 43%, geht er jetzt mit der Drehzahl ein bisschen hoch, nach oben ist Drehzahl, dann kommt er ins nächste Feld und geht auf 47%. Und es kann sein, dass diese Sprünge ein bisschen zu heftig sind und er deswegen dann mit der Drehzahl ein bisschen hoch und runter geht. Das heißt, wir passen jetzt das nochmal so ein bisschen an, dass er da nicht ganz so doll von den Werten her springt. Wir haben eine Riesendüse, das heißt, wenn diese Riesendüse ein bisschen mehr aufgeht, kommt gleich viel, viel mehr Sprit rein. Das heißt, wir ziehen den Wert da drüber ein bisschen runter und den Wert da drunter ein bisschen hoch, dass wir uns so annähern. So, jetzt interpolieren wir das Ganze noch schön, dass es am Ende eine schöne Grafik wird. Und genauso lassen wir das jetzt. Es läuft da hier so bei 0,95.
Das gleiche müsste man theoretisch jetzt für den ganzen Bereich machen. Das heißt, wir müssten jetzt losfahren und müssten das Ganze bei 1500, 2000 Drehungen und so weiter machen. Da ich ja aber weiß, dass gerade der ganze Bereich da unten zu mager war, schaffe ich es jetzt, den Rest nach oben einfach anzupassen. Also das kann ich jetzt einfach interpolieren und am Ende sollten wir da eigentlich auf dem richtigen Weg sein. So, jetzt speichern wir uns das Ganze einmal ab, brennen das einmal auf die Steuergerät und los geht's. Also an alle nochmal die Kurzfassung, was haben wir gerade gemacht? Wir haben als erstes gecheckt, ob alle Notfunktionen richtig sind. Begrenzer, Öldruck hat, da haben wir geguckt, welchen Lambda-Wert wollen wir fahren, welchen Zündwinkel wollen wir fahren und welchen Ladedruck wollen wir gangabhängig fahren. Das habe ich jetzt alles so weit runterskaliert, dass es zu unserer Fahrt auf der Straße gleich passt. Und dann habe ich den Leerlauf gerade lambda-mäßig nochmal angepasst und jetzt fahren wir los. Ah, jetzt weiß ich eine Sache, die wir nicht gemacht haben, macht aber nichts. Wir wollten den Leerlauf auch noch hochziehen. Ist ein bisschen mehr dutiert. Aber ich merke so schon unter dem Fuß, wie er deutlich schöner läuft. Was einfach daran liegt, dass er jetzt mager ist. Ich wollte gerade sagen, ESP ausmachen. Brauchen wir zum Glück nicht, hat er nicht. Aber ABS hat er. ABS hat er. Das Pedal ist auch so feinfühlig, dass er nur so ganz bisschen. Ja, es kommt immer wegen diesen großen Drosselklappen. Je größer die Drosselklappe, das ist halt beim Arbeit das Geile mit dieser Mini-Klappe, die kann man halt ganz fein abstimmen. So, und das ist eigentlich so die Drehzahl, die ich mit dem Auto ja eigentlich so fahre. Aber ganz ehrlich, ich finde, das fährt auch entspannt so. Von der Drehzahl her? Ja. Das wird ja immer besser. Nee, es ist halt, wie gesagt, das ist so ein typischer Rennmotor, der das halt sehr will. Aber Lambda ist gleich viel besser. Jetzt fahren wir eher um 0,90 rum. Also das hat schon mal, die paar Klicks haben schon mal viel gebracht. Aber ist doch immer noch ein bisschen zu mager, oder? Nee, zu fett eher. Okay. Weißt du, jetzt ist ja quasi so, eine Schubabschaltung, wenn ich jetzt Gas gebe. Also hast du ja gesagt, er muss über 1 sein? Nee, 1 ist perfekt für Leerlauf. Und da lasst es eher so 0,80. Ach so, okay. Wutschu. Okay, ich verstehe. So, das war 0,7 Bar. Alter. Also man kann sagen, die Technik läuft auf jeden Fall. Es läuft sehr gut, ja. Ja, das war noch gar nichts. Also ich vom persönlichen Gefühl hätte ich jetzt gesagt, er ist kaputt. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ich wollte sagen, das ist das Schnellste, was ich jemals gemacht habe. Aber es fühlt sich vielleicht auch einfach dreimal so schnell an, weil alles so original ist. Ja, weil es so gut funktioniert. Ich würde mal hochrechnen, 0, aber was halt schon wieder krass ist, überleg mal, 0,7 Bar, jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, das werden schon so 500 PS sein. Wie der mit 500 PS mit uns beiden einfach nicht durchdreht. Weißt du, wenn man so ein Frontantrieb-Auto auf Traktion baut, ne, ja. Man würde ja immer denken, Alter, mit den schmalen Pellen vorne muss so eine Zwiebel doch mit 500 PS schon durchdrehen. Ne? Aber geil, wie das mit dem Boost bei Gear immer gleich funktioniert, ne? Dass er wirklich das macht. So, ein erster Gang wird halt noch softer sein. Also noch softer. Erster Gang ist ja 0%. Das heißt, da wird er noch mal einen Tucken weniger Druck machen. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass mittlerweile hier allerdings auch, mittlerweile auch der Turbolader einfach so groß ist, dass da halt auch wirklich einfach die Last viel zu kurz ist, um da überhaupt richtig Druck reinzudrücken. Ne? Ja. Was halt krass ist, pass auf, das ist jetzt der erste Gang Vollgas. Wie lange es dauert, bis der Lader da kommt? Krass, aber da merkt man halt, dass Traktion alles ist. Ne? Ja. Es ist jetzt, ja klar, es ist schnell, aber es ist jetzt nicht so umhauen. Ne? So, obwohl der erste Gang ja gerade auch schon kurz vor Durchdrehen war. Ne? So, also erste ist kurz vor Drehen, zweite ist weit von Drehen entfernt. Das heißt, da müssen wir ein bisschen hochschrauben. Jetzt gucken wir mal, was der dritte macht. Was hat man da reingeschrieben im dritten? Ich glaube 50%, ne? Ja. Das heißt, das müsste eigentlich schon deutlich mehr sein. Das waren jetzt 1,7. Geht halt schon ein bisschen anders zur Sache, ne? Ja. Und auch wie das vierte. Alter, aber da waren meine Schätzungen on point. Das waren jetzt 2,6. Okay. Aber hast du gemerkt, wie der vierte dann angefangen hat zu poolen? Und hier konntest du mir die Hand rausstecken. Ja. Ja, das hört man auch, dass es dann richtig laut wird. Alter, ich finde, wenn man nach vorne guckt, das ist wie dieser Vertigo-Effekt, wenn alles... So, und ich sag dir, der fünfte Gang, aber den lassen wir heute weg, der ist nochmal
Der fünfte ist das ekligste. Ja. Ich finde, das ist wie in Fast and Furious, wenn die Perspektive so nach hinten geht und alles einfach nur... Ich glaube, Fritz wird sich freuen, wenn er hier das erste Mal mitfährt. Ja, das wird noch mit Mama, wird das auch Ärger geben. Ja, und jetzt der vierte. Boah. Das macht so Bock. Ja, aber ist halt schon, also da muss man schon ehrlich sagen, wir fahren komplett gedrosselt gerade, ne? Das ist wirklich gerade so, wie ich selber sage, das ist cool, was wir hier machen, das ist nicht schlimm. Das Auto fährt perfekt geradeaus, ja. Ne? Ich sehe jetzt das Geruch gerade. Bisschen. Das schon die ganze Zeit. So. Das ist das Wasser mit Methanol. Durch das offene Pop-Off drückt er natürlich die Wasser mit Methanol jetzt einmal raus. Ach so. Und es kommt so viel raus, ne? Krank. Alter, aber wie der sich in den Boden reinkrallt und einfach ohne Vollgas zu sehen, Lenkrad. Du kannst mit einer Hand theoretisch das Lenkrad festhalten, der fährt weder links noch rechts. Ja, noch ein Gasstoß und wir sind in Hamburg. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist halt auch kein Anfängerauto mehr, ne? Weil wenn dir das Ding jemand gibt, der nicht weiß, was er da macht, der, ja, einfach nur krank. Also nichts für mich. Aber ich muss wirklich sagen, da geht mein Herz. Also da lohnt sich wirklich jede Sekunde, die man in diese Autos steckt, um sie so geil zu bauen. Wirklich. Real Talk hier unvorbereitet in die Kiste reingesetzt, noch nicht mal Frontscheibe sauer gemacht, Autobahn angeladen, geil. Gleich für den Fahrspaß, wir halten den Mellendorf hier jetzt einmal an. Da takte ich den zweiten noch mal ein bisschen hoch, dass der zweite auch so ein bisschen ankühlt, weil es einfach geiler ist. Okay, und die schockt halt auch irgendwie gar nicht mehr. Ne? Also mich schockt eher, wie geil das Auto läuft. Ja. So, also schon ist das immer wieder krass und geil und eine Überwindung. So, ne? Aber also es ist in dem Fall eine Überwindung, wirklich halt stehen zu lassen. Ne? Echt? Ja. Ja, okay, weil du es gebaut hast. Ja, und auch einfach, also A, weiß ich die Konsequenzen, wenn es knallt. B, Na, okay. Wir wollen ja auch nicht irgendwie, also es fährt wirklich einfach geil, aber es ist schon so, dass es eine Liga ist. So, weißt du, den Abarth, da kannst du knallen, da passiert nichts, ne? Nein. Ich muss halt bei dem Auto immer an Leute denken, wie du auch am Anfang schon gesagt hast. Kein Mensch denkt ja hier in dem Moment, was also hier abgeht. Ich würde behaupten, der Normalo wird denken, das ist ein alter Golf 3 mit kaputtem Auspuff. Ja, ja. Wobei man ja aber auch sagen muss, dass das Auto trotzdem sehr schön von außen aus. Ja. Also ja, aber es ist halt schön, es ist halt ein grüner Golf 3, ne? Ohne GTI-Optik, ohne alles. Ja, ist halt, aber es ist clean. Ist halt richtig Understatement in dem Fall. Säuft wie Loch das Ding, aber dort geht's. Kann man sagen, was der so verbraucht? Boah. Also ich sage, mit einem 50-Liter-Tank hier kommst du mit Glück 100 Kilometer. Dritter Gang. Also der macht ja gar nicht so dieses, dass er so fährt, sondern ist er wirklich einfach nur... Jawohl! Dann noch dritte. Yes, baby! Und jetzt schwupp, Alter, ja! Wir können das den ganzen Tag lang machen, das ist so geil. Aber alle werden safe. Also ich wüsste nicht, warum wir aufhören sollten, weil wirklich ist wirklich jeden Wert. Funktioniert einfach. Ne? Jeden Wert, den ich meine, vor allem, wir haben auch schon wieder 8-4 gedreht, ne? Ja. Weil der dreht dann, wenn dann Last kommt, dreht der so heftig raus. Alter, aber hast du gemerkt, was dann im vierten Gang geht? Pass auf, wir blenden mal das Video ein vom Race 1000, was hier so tachomäßig eigentlich geht, wenn man voll fährt. Ne? So, das kommt jetzt und achtet mal drauf, wie ab dem vierten Gang wie so ein Warp-Effekt ist und alles ranfliegt. Und genau das merkt man beim Fahren wirklich so krass. Ne? Ja. Thank you.
2,84 mit Frontantrieb. Scheiße. 200, 300, 5,6 Sekunden. Leck mich am Arsch. Einfach nur geisteskrank, wie das Auto geht. So, pass auf, Nico. Wir machen noch eine Sache. Das hatte ich mit diesem Auto immer vor. Wir ziehen uns jetzt im McFlurry im McDrive. Das klingt gut. Mit dem lauten Auspuff. Wirklich. Mit dem lauten Auspuff brauchen wir definitiv einmal kurz McFlurry. Das wollte ich immer machen, habe mich nie getraut, weil ich immer dachte, so Alter, im McDrive dann irgendwie geht Motor aus, Kühler platzt, wie auch immer. Alter, aber das Ding fährt einfach so. Ja, das machen wir jetzt. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal in die Kommentare ballern, was wir mit dem Auto so dieses Jahr so machen sollen. Aber das ist eine gute Frage. Was denkst du denn, was für ein Serienauto wäre damit vergleichbar, rein von der Beschleunigung? Wenn ich so fahre wie auf dem Event, mit Eventgetriebe? Ja. Chiron. Ja, oder? Weil also. Oma Golf war, also ist, das ist das Krasse, so wie wir gerade beschleunigt haben, im vierten Gang war Limo langsamer, ne? Krass. Also man weiß ja immer so, das war damals so Maß der Dinge, aber das Ding ist wirklich ab vierte Gang hier schneller. Ich bin 200, 300, 5, 5 gefahren. Hm. Bestzeit Limo waren, glaube ich, 5, 8 oder 6, 0. Und das war ja gegen Chiron auch schon so, dass ich oben raus schneller war als der Chiron. Ja. Ich musste gerade so grinsen. Der Junge. Der Junge hat eben aus dem Fenster geguckt. Und ich weiß nicht mehr verstanden. Wusste nicht, was los ist. Geil. Nee, ich liebe das Auto einfach. Eigentlich müsste ein Tesla-Fahrer mal mitfahren, weil die ja mal sagen, ja, ist es auch mega schnell. Aber hier denkst du, irgendwann hört die Beschleunigung auf und es wird einfach nur immer krasser. Ja, und ist wirklich. Also es wird ohne, ja wirklich immer. Ohne jetzt zu untertreiben, ne? Ja. Diesen Sprung, den wir jetzt von 3 in 4 haben, den haben wir von 4 in 5 eigentlich auch nochmal. So, aber jetzt ab im McDrive. Ah, wir haben es tatsächlich McDrive geschafft, Alter. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich sag doch, neuer Daily. Müsste man fast Klima wieder einbauen, ne? Ah, nee, hat gar keine Klima gehabt. Klima nachrüsten ist ja auch cool, ne? Keine drin war, da keine gehabt. Alle, bist du noch gewärmt? Ein McFlurry ohne alles. Ja. Und ein Schoko mit Oreo. Ja. Mit Oreo ja. Ein. Das wär's schon? Ja, danke sehr. Hallo. Danke sehr. Danke sehr. Vielen Dank. Also Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht, ganz entspannte, also man muss wirklich sagen, war eine entspannte Runde, aber ich hätte mit mehr Ärger gedacht. War ganz entspannt. Ihr habt mal ein bisschen gesehen, wie Oma Golf fährt, ballert die Kommentare voll, was wir dieses Jahr mit dem Auto machen sollen, umbauen kann man leider nicht mehr viel. Mein Ziel ist es, Kosmetik ein bisschen leiser, ein bisschen mehr Alltagstauglichkeit wieder reinbringen, weil angreifen werden wir dieses Jahr Marius Golf, aber vielleicht habt ihr ja noch eine coole Idee, was wir mit dem Auto machen sollten. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.